Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren eskalativen Runde Magicraft. Letztes Mal hat alles perfekt geklappt und ich hatte einen richtig geilen Run. Jetzt, wir kriegen noch einen Rebound. Okay, ihr wisst, was das heißt. Zack, zack, wir haben vier Zauber mit Sternchen, die wir jetzt alle kombinieren können. Wie geil ist das denn einfach? Direkt schon zwei Sterne. Und wir kriegen zwei Sternesteine. Oh mein Gott. Und im heutigen Run werde ich mich an einer Combo versuchen, die mir von euch vorgeschlagen wurde und die wohl in der Lage sein soll, das Spiel komplett zu zerstören. Wenn euch das interessieren sollte, bleibt doch jedenfalls dran. Und jetzt gehen wir sofort rein in die Action. Let's go. Für heute habe ich mir eine ziemlich geile Combo überlegt, denn ich wurde mehr oder weniger herausgefordert unter einem meiner letzten Runs. Ich habe ja vor ein paar Runs diesen komplett gestörten Meteor plus Rebound Run gehabt. Und da habe ich irgendwie den Endboss, also den Trollface Endboss, in ungefähr 3 Sekunden einfach komplett aus dem Leben geböllert. Dann hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, das ist tatsächlich noch schneller möglich. Man kann den Trollface Boss noch schneller töten mit der richtigen Combo. Und das werde ich heute probieren. Ich bin richtig gehypt drauf. Wir werden dafür den Zauber Ghostfire brauchen. Auch ein Zauber, den ich noch nicht wirklich verwendet habe. Nur mal einmal so ein bisschen in einer Combo, aber da hat er auch nicht wirklich viel Schaden gemacht. Aber heute werden wir mit Ghostfire als Main-Spell richtig ausrasten. Wir wollen natürlich so viel Schaden wie möglich haben, versteht sich von selbst. Je mehr Schaden, desto besser. Und dann einfach später beim Trollfest so unendlich viele Ghostfires spawnen, dass der einfach, wenn er rein spawnt, direkt stirbt. Also stelle ich mir das zumindest vor. Ob das so einfach ist, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Wir werden schon ein paar Sachen brauchen. Aber das Geile an Ghostfire ist ja, was es so besonders macht, wenn es, ich glaube, aufgelevelt ist. Dann hat das relativ viel Crit von Natur aus und es hat die Eigenschaft, dass es sich aufsplittet, wenn es verschwinden würde oder irgendwie so. Und wir kriegen direkt einen Mikrokosmos. Sehr, sehr nice. Das nehmen wir natürlich sofort mit. Und Duration wollen wir auch haben, dass unsere Ghostfire länger rumfliegen. Ich denke mal, zielsuchend ist auf jeden Fall richtig geil. Also Navigation, her damit. Zur Not nehme ich auch Tracking, aber ich glaube, Navigation ist ein bisschen entspannter. Da muss man sich nicht drum kümmern. Grimoire brauchen wir heute nicht. Auf jeden Fall Schlüssel. Versteht sich von selbst. Hover könnte man eigentlich auch noch mitnehmen, aber ich sollte jetzt ein bisschen Geld sparen für Schlüssel. Da haben wir Schlüssel. Dann kann ich mir leider Thundercore nicht mehr leisten, aber die Schlüssel sind zu wichtig. Nein! Oh, okay, ich muss eigentlich Navigation hier mitnehmen, aber ich will die Schlüssel, aber ich will auch Navigation haben. Deswegen habe ich da, glaube ich, keine Wahl und wir gehen uns ganz entspannt Leben holen. Erster Shop, nur 2 Schlüssel, ist ein bisschen wenig. Ich würde sagen, 3 Minimum wäre eigentlich schon Standard, damit man wirklich jede verschlossene Sache mitnehmen kann und nicht böse überrascht wird, dass man auf einmal 2 Geheimräume und 5 verschlossene Kisten kriegt. Mal sehen, ich hoffe jetzt nicht. Und komm bitte, sei ein guter Fluch. Oh, -4 Leben. Jedes Mal, wenn wir einen Trank verwenden. Sehr, sehr nice. Nehmen wir einen Unverwundbarkeitstrank mit. Da beschwere ich mich auf jeden Fall nicht. Den können wir später definitiv gebrauchen in den schwierigeren Räumen. Und dann Relikte, denke ich mal, will ich heute auch relativ viele mitnehmen. Je mehr Schaden, desto besser natürlich. Und es gibt halt viele geile Schadensrelikte, also sollten wir uns da auf jeden Fall drum kümmern. Komm, Schaden direkt. Ah, das wäre nicht schlecht. Wir werden viel Crit haben. Also Crit-Schaden erhöhen ist, denke ich, auch keine schlechte Sache. Hier holen wir natürlich auch alles noch eben mit. Habe ich schon irgendwas, was wir einbauen können? Eigentlich nicht. Das heißt, wir müssen mit unserem Standard-Spell leider gegen den ran, der ein bisschen nervig ist. Aber sollte eigentlich machbar sein. Wäre natürlich mit einem geileren Spell deutlich entspannter. Das Gute an Ghostfire ist auch, es ist kein besonders seltener Spell in der Theorie. Also es ist einfach ein normaler Spell. Da kann man, finde ich, sehr schnell mit ein bisschen Glück bei der Forge auf 2 Sterne kommen, wenn man es drauf anlegt. Natürlich kann man noch Pech haben und kriegt die ganze Zeit nur die Spells, die man nicht haben will, aufgewertet. Aber in der Theorie müsste das eigentlich schon relativ einfach sein. Und weg mit dir. Sehr schön. Wir bekommen, ich weiß gar nicht, was für einen Zauberstab wir haben wollen, ehrlicherweise. Fnatic oder den Wooden Stick. Finde ich jetzt beides nicht besonders interessant. Wir nehmen mal den Wooden Stick mit, da der einfach besser ist als unser Startzauberstab. Aber ist jetzt auch nicht besonders interessant, meiner Meinung nach.
Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen gehypt. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, falls ihr auf dem offiziellen Discord von Magicraft seid. Es wurde angekündigt, dass die neue Welt 4 jetzt tatsächlich einen Release-Termin hat. Die soll im Februar kommen. Das heißt, es ist gar nicht mehr so lange, bis die neue Welt kommt. Ich weiß nicht genau, wann im Februar, also jetzt ob Anfang Februar oder Ende Februar, keine Ahnung. Aber wir kriegen im Februar schon Welt 4 und da freue ich mich richtig heftig drauf. Ich denke auch mal viele von euch auch, die Magicraft gerne zocken. Und ich denke mal, das sind wahrscheinlich die meisten, die hier einschalten. Gehe ich einfach mal von aus. Und mit dem Standard-Spell, die Anfangsräume, ist echt ziemlich Müll. Und ich bin so unglaublich gespannt, was da kommt. Ich weiß nicht, ob nur Welt 4 kommt erstmal oder ob noch andere Updates damit zusammenhängen. Also ob es zum Beispiel auch direkt neue Zauber gibt und neue Zauberstäbe und alles. Aber ich freue mich richtig drauf, dass man da noch ein bisschen weitermachen kann. Das Geile daran ist natürlich, man kann mit den Builds noch mehr ausrasten, weil eine Welt mehr bedeutet, man hat noch mehr Zeit, komplett zu eskalieren. Bedeutet aber natürlich auch, das Spiel hat noch mehr Potenzial, komplett abzukacken. Wir nehmen die Meteore mit. Einfach nur, damit ich hier mal ein bisschen Ruhe habe, damit wir einfach uns schön schnell durch die Runden ballern können und nicht hier ewig jetzt rum sitzen müssen in den Anfangsleveln, weil ich die Gegner nicht tot kriege, ohne Spells, die Damage machen. So, dies ist natürlich mega easy. Da sieht man schon den Unterschied. Wenn wir hier den normalen Magic Bullets hätten, wäre ich wahrscheinlich jetzt noch nicht mal mit der ersten Welle fertig in dem Raum. Und ich würde schon fast sagen, ich gehe nochmal ein bisschen auf Leben, damit wir gleich wirklich richtig schön einkaufen können. Unser erster Geheimraum, sehr nice. Dann habe ich noch einen Schlüssel. Gegner haben gerade auch nicht so unendlich Bock, Schlüssel zu droppen, aber immerhin ein Diamant. Ich frage mich auch sehr, was für neue Gegner dann kommen werden in der neuen Welt. Ich würde wahrscheinlich ziemlich schwierig werden mit auf dem schwierigen Modus, im Hard Mode. Weil natürlich jetzt auch die Gegner dann mit deinem Power-Level mithalten müssen. Und wir könnten jetzt uns hier direkt einen Geheimraum holen und eine verschlossene Kiste. Und danach könnte ich in den Shop gehen. Und dann können wir uns wieder neue Schlüssel kaufen. Erstmal hier den Weg finden. Wir gehen oben rein. Dann hier rum. Einmal bis ganz unten. Und dann... Oh, verdammt. Da war ich wieder gierig. Dann hier lang. Und wir kriegen noch einen Meteor. Das ist ganz geil. Dann kann ich die nämlich kombinieren. Können uns eigentlich auch drei Stück hier reinmachen. Warum nicht? Kann ich die schneller spammen. Und wir holen uns noch einen Unverwundbarkeitstrank. Das heißt, wir wären jetzt schon 16 Sekunden unverwundbar am Stück. Das könnte echt geil werden. Noch ein Meteor? Ich meine, ich will die Meteore auf keinen Fall verwenden, aber... Zumindest nicht als Hauptspell, aber den könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen, damit wir den kombinieren können. Crit nehme ich auf jeden Fall mit, weil wir schon mehr Crit-Schaden haben. Da ist Crit definitiv Pflicht. Ich würde aber sagen, jetzt noch ein Meteor ist ein bisschen Overkill. Wir brauchen blöderweise Schlüsse, das heißt, da haben wir keine große Wahl. Und vielleicht noch ein bisschen Rüstung, damit ich auf jeden Fall gleich den Spezialshop bekomme und das nicht irgendwie versaue. Weil, falls wir Chaotic Wreckage bekommen, kann das ja schon mal schief gehen, wenn man nicht aufpasst. Und dann ist das immer ein bisschen unangenehm, weil natürlich der erste Shop, der erste Spezialshop, finde ich, lohnt sich wirklich immer am meisten. Weil man da einfach am meisten von den Items hat, wenn man sie mitnimmt. Zum Beispiel von dem Schlüssel-Item oder so. Das ist einfach, den sollte man wirklich immer haben, wenn man so gut wie möglich sein will in einem Run. Und wir geben auf den Würfel, dass wir ein bisschen für Damage würfeln können. Und dann würde ich, glaube ich, direkt noch ein Relikt mitnehmen, wenn wir schon den Würfel bekommen. Was haben wir hier? Ah, Casting-Intervall. Ich würde es schon fast mitnehmen, weil wir das eh gleich loswerden können irgendwo bei so einer Statue, die irgendwo rumsteht, oder zu einer Oase gehen. Aber Casting-Intervall finde ich schon ein bisschen unangenehm und wir müssen es jetzt ja nicht drauf anlegen. Nachher renne ich jetzt wieder ewig mit dem Fluch rum, weil ich habe es auch manchmal, dann denke ich, ich werde den Fluch los und ich kriege einfach nie was zum Loswerden. Was natürlich auch ein bisschen blöd ist. Aber die können wir zum Glück alle mit einem Treffer wegsprengen. Das ist auch sehr, sehr nice. Und was kriegen wir hier? Beastie Fangs. Die werde ich auf jeden Fall nicht wegdrehen. Die nehmen wir sofort mit. Machen wir schon 78 Schaden. Und die... Ah, komm, die Kiste nehme ich auch mit. Oh, ein Münzentrank. Der könnte später interessant werden. Jetzt gerade nicht so wirklich. Weil wir natürlich aktuell... Oh,
Ich habe wieder vergessen, dass die Gegner einen ja auch ziehen, wenn man Meteore auf die schießt, manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Schon ein bisschen komisch. Und Expansion Stone ist nice. Da ist Ghostfire, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das hat jetzt schon 30% Crit, was halt ganz geil ist, wie gesagt, mit der Blade of Fury. Aber jetzt würde ich sagen, können wir gerade noch nicht so viel mit anfangen. Wir wollen das auf die erste Stufe bekommen. Traps machen uns mehr Schaden. Ey, das riskiere ich. Oh, noch ein Münzentrank. Oh, 20% unserer Leben in Münzen umwandeln. Das ist gerade sehr, sehr viel tatsächlich. Haben wir schon eine gute Menge Münzen mitgemacht mit dem Zaubertrank gerade. Aber schon mal gut, dass wir Ghostfire bekommen haben. Zielsuchen haben wir auch schon. Energy Saver auch schon. Also wir haben schon ein paar gute Sachen. Jetzt muss ich den Stuff nur noch aufleveln. So, hier die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Spezialraum verkacke. Da zum Beispiel ohne Rüstung hätte ich ihn jetzt schon verkackt. Weil ich einfach aus Versehen kurz in den reingerannt bin. Und oh, die Spinne war schwieriger als sonst irgendwie. ich würde sagen, wir nehmen die Bibliothek mit, weil da ein Zauber drin ist, den wir drehen können. Und ich will beide Zauberstäbe auf jeden Fall nicht haben. So, ich bin gespannt. Bitte gib mir Schlüssel, bitte gib mir Schlüssel. Komm schon. Nein! Aber wir kriegen immer den Geheimraum, Wiederbelebung und wir schießen in eine zufällige Richtung. Das sind alles Banger-Relikte. Also da haben wir schon richtig reingelackt. Aber leider nicht die Schlüssel. Die könnte ich gerade echt gebrauchen, weil ich kaum Schlüssel habe. Deswegen, schade, dass das nicht geklappt hat. Vor allem, weil jetzt hier direkt ein Geheimraum kommt. Das heißt, das waren auch meine Schlüssel schon. Das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch. Aber Meteor habe ich ja auch gelernt letztes Mal oder in einem meiner vergangenen Runs, dass da dieses Item, was in zufällige Richtungen schießt, richtig geil ist. Immer mitnehmen. Das Einzige, wo das Item mit in zufälligen Richtungen schießen, also dieser Handschuh hier, schlecht ist tatsächlich, ist die Booby Trap. Aber mit dem Meteor kann man sich damit eigentlich gar nicht selber verletzen, weil man immer dahin schießt, wo man hinzielt. Und hier wurde mir ja auch gesagt, ich kann ja hier einfach die Rüstungen kaputt machen, dann spare ich mir hier dreimal Schaden. Wir haben nämlich keine Beschwörung, das heißt, wir können hier leider nichts testen. Also werde ich wohl da übel mit meinem Leben bezahlen müssen. Aber hier kann man eben die Statuen wegsprengen und kann sich dann dreimal den Check sparen, das ist ganz nice. Wenn man Meteore hat oder Booby Traps oder so. So oben, oder? Ach komm. War es hier oben oder unten? Ich habe schon vergessen. Weil ich hier gerade mich auf oben konzentriert habe. So, hier lang. Jetzt ist aber unten. Jawohl. Und wir kriegen Multishot Plus. Okay. Das nenne ich doch mal ein Start. Jetzt will ich mal was testen. Funktioniert Multishot mit den Dingern hier und dann halt Chain Lightning dazu? Verbinden die sich? Ja, die verbinden sich tatsächlich. Aber auf Stufe 1 bringt das noch nicht so viel. Die Dinger müssen hoch. Vorher bringen die uns einfach nichts, aber Multishot Plus zu bekommen ist wahrscheinlich das beste Enhancement, das wir hätten kriegen können. Wir haben 72 Münzen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Forge. Schauen einmal, dass wir hier kurz alles wegsprengen, damit wir so viel Geld wie möglich natürlich wieder haben. Gehen natürlich in unseren Spezialraum und dann trinken wir hier den 25% Trank. Kriegen dann nochmal ein Viertel unserer Münzen gratis obendrauf, was natürlich auch sehr, sehr nice ist. Verlieren zwar auch 4 Leben durch den Fluch, aber 4... Ah nein, hier unten lag noch einer in der Ecke. Die habe ich tatsächlich übersehen. Ist aber nicht so schlimm. Wir packen uns jetzt rein. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Was packe ich mir rein? Wir packen uns rein. Hover. Oh, ich habe zu wenig Spells dafür. Ja, schmeiße ich tatsächlich den Energy Saver. Oder wir könnten die Magic Bullets rausschmeißen, 2 Stück. Ja, wir kombinieren E2. Also 3 Stück kombinieren wir und dann haben wir 2 übrig. Und das heißt, wir können das einfach so machen und haben dann jetzt hoffentlich einen geilen Stufe 1 Spell. Scatter ist jetzt nicht so spannend. Aber wir können auf jeden Fall schon mal die Magic Bullets hochheizen. Den Meteor schmeiße ich natürlich auch sofort auf die nächste Stufe. Damit können wir jetzt einfach alles zerstören erstmal. Meteor upgegradet mit Multishot ist einfach immer komplett vorbei. Getter würde ich, glaube ich, ein bisschen drehen. Wir dürfen aber auch nicht zu viel Geld ausgeben. Thunderstorm. Aber ich würde hier versuchen, Crit Plus ist schon geil. Ich würde hier tatsächlich versuchen, den irgendwie Ghostfire zu kriegen. Ich drehe die Magic Bullet für Ghostfire. Komm schon, Ghostfire, tu es einfach. Gift, na, uninteressant, glaube ich. Komm, Ghostfire.
Penetration auch erstmal uninteressant. Energy Saver, ich schmeiße es auch weg für Ghostfire. Aber es sieht nicht so gut aus. Ein bisschen drehe ich noch. Okay, komm, wir gehen jetzt voll rein. Ich gehe gleich nicht in den Shop, obwohl ich brauche Schlüssel. Ah! Ja, gut, wir können nicht weiter drehen. Ich muss Schlüssel kaufen, damit wir weiterkommen. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Leider keinen Ghostfire oder kein Ghostfire bekommen, aber vielleicht kriegen wir gleich im Shop Ghostfire. Ja, mal sehen, was haben wir hier für Tränke? Keine Tränke, die uns gerade wirklich weiterhelfen. Wir haben den Geldverdopplungstrank. Da würde ich schon sagen, der lohnt sich. Der Ich schließe alles auf Trank lohnt sich natürlich auch mitzunehmen. Alle Items im Raum werden mit einem Discount verkauft. Das nehmen wir mit. Da sparen wir auf jeden Fall ein bisschen Geld bei den Schlüsseln gerade. Und dann würde ich den hier auch noch mitnehmen. Der bringt uns gerade am meisten, weil wir echt Schlüsselprobleme haben. Und jetzt versuche ich hier zu drehen auf natürlich doppelte Schlüssel. Meteor ist auch verloren tatsächlich, weil wir schon so viele haben. Aber ich werde weiter aufsparen. Spell Damage, das auf jeden Fall. Immer her damit. Und dann Boomerang brauchen wir eigentlich alles nicht. Schmetterling auch nicht. Multishot werde ich schon gerne mitgenommen, aber machst du nichts. Wir nehmen, glaube ich, hier nichts mehr mit. Bin ganz zufrieden. Wir haben immerhin zwei Schüsse bekommen, auch wenn die Forge nicht so gut war. Und ich würde aber auch sagen, wir sind jetzt mit Meteor gerade so stark, dass wir uns hier erstmal ohne Sorgen durchsprengen können. Das ist halt das Geile an Meteor. Ich finde immer noch, Meteor ist der beste Spell im Spiel, wirklich. Gerade um sich so durch die frühen Level zu sprengen. Oh, mehr Gold. Das würde ich tatsächlich mitnehmen. Jetzt im Run lohnt sich das gerade noch. Dass wir einfach noch ein kleines bisschen Gold bekommen. Jedes Mal, wenn wir durch eine Tür rennen. Hier vielleicht mal langsam ein paar Leben, weil ich so wenig Leben habe. Gold wäre auch nice gewesen, aber ich habe echt 51 Leben. Und falls wir gleich nochmal den Spezialraum bekommen, wird es dann ein bisschen eng mit den Leben. Eine Kiste, dafür benutze ich den Trank nicht, aber wir bekommen da Geld raus. Das ist schon mal nice. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe mich einfach selber deleted. Tja, Leute, das war meine Wiederbelebung. Oh, shit. Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie viel Schaden ich mir mache. Ich muss echt verdammt aufpassen. Holy shit. Ja, das war meine Wiederbelebung. Aber ich bin auch ehrlich mit euch, Wiederbelebung ist eh overrated. Also, die ist nice für solche Fälle, wenn man halt Mist baut. Aber für den Endkampf ist sie meistens eh komplett nutzlos, weil man, wenn man stirbt, schafft man es meistens eh nicht. Also, weil man sowieso dann zu wenig Schaden hat und der Trophies-Boss einen eh wegmacht. Deswegen ist nicht so schlimm. Es war wieder mal eine Lektion für mich. Ich sollte echt aufpassen, wenn ich natürlich mit Meteoren vollballer. Gerade mit abgegradeten Meteoren jetzt zu dem Zeitpunkt. Accelerator könnte sehr, sehr geil werden. Und Steine, ja, brauchen wir nicht. Aber nehme ich mal mit. Also lieber ein bisschen auf Abstand bleiben und hier alles aus der Entfernung wegböllern, anstatt da gleich wieder reinzurennen und Schaden zu nehmen. Boah, ich habe mich gerade echt erschrocken, muss ich sagen, dass ich mich da einfach selber weggenukt habe. Ja, wir kriegen Ghostfire technisch aber gerade nicht so Zeug. Ich habe erstmal meine MP verringert, sehr nice. Zwei Schlüssel, das kann ich sehr gut gebrauchen. So, den Bro hier, den können wir natürlich jetzt einfach komplett wegsprengen. Der kann gar nichts machen gegen unsere Übermacht. Split ist sehr, sehr geil. Und Expansion Stone haben wir schon Nummer 2. 46 Münzen wären für einen Shop nicht so schlecht. Vor allem, weil wir da immer diesen Trankraum bekommen und da halt echt viele gute Tränke sein können. Aber ich sage mehr Zauber, weil ich immer noch relativ wenig Ghostfire habe und ich will das nicht alles in der Forge nur zusammensammeln, weil das ist relativ teuer. Deswegen versuche ich das mal hier zu machen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen direkt was Aufgewertetes, wäre auch geil. Natürlich haben wir auch den Vorteil, wir können uns in der Forge sehr, sehr viele Sterne-Spells holen, weil wir das Item haben, dass wir immer den Spezialraum bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwas heute auf Stufe 2 bekommen, ist schon da. Da ist noch ein Ghostfire, sehr, sehr nice. Mana-Regeneration auch sehr nice. Habe ich blöderweise keinen guten Zauberstab für gerade. Wir brauchen dringend einen besseren Zauberstab. Der Zauberstab, den ich hier gerade habe, ist ein absolutes Desaster, weil der halt nichts besonders macht und halt aus der ersten Welt ist. Der ist halt voll kacke. Deswegen, der muss sofort weg. Und hier muss ich jetzt echt aufpassen.
Ja, lieber ein bisschen Schaden vom Feuer nehmen oder von den Gegnern, anstatt mich selber wegzusprengen. Wir kriegen noch einen Schlüssel. Nice. Damit sollte sich das Schlüsselproblem jetzt aber auch erstmal erledigt haben. Schaden, komm. Oh, Crit-Rate. Crit-Rate ist geil, weil wir schon mehr Crit-Schaden haben. Deswegen auf jeden Fall. Backpack-Slots minus 1 ist mir egal. Noch ein Schlüssel. Und dann würde ich sagen, mehr Leben. Und jetzt wieder eine Forge. Einfach wieder eine Forge, dass wir unsere ganzen Low-Spells kombinieren können, die wir jetzt haben. Und dann auch mein ganzes Geld in der Forge verdrehen. Und ich muss jetzt, ich kann die Schmetterlinge nicht töten, ist das Problem, weil ich mich so selber töte. Wenn die auf mir draufstehen, also das kann man komplett vergessen. Oh, da ist die Forge. Okay, wir haben 61 Münzen. Das ist richtig geil. Natürlich kriegen wir auch nochmal ein paar mit ein bisschen Glück. Ja, komm schon, eine Münze ist drin. Und ich habe sehr, ja, wohl gar nicht mal so viele Stufe 1 Spells, die ich drehen will. Aber doch ein paar. Ja, auf jeden Fall schon mal zweimal Ghostfire. Das ist sehr, sehr nice. Hier ist noch nichts mehr in der Ecke. Wir kombinieren. Oh, ich könnte auch schon hier, ich habe schon zwei Sterne Spells, die ich natürlich auch dann schon kombinieren könnte. Aber wir schmeißen Steine rein, Hover rein. Boah, ich bin schon fast versucht, Mana Flower reinzuwerfen, weil ich einfach, ich will was mit Stern haben. Das ist einfach so wichtig, Sternsachen zu bekommen. Und dann, ach, es ist alles gut. Energies, ach komm, Energy Saver ist mir egal. Rein mit euch. Und wir kriegen Magic Bullet Plus, ist egal, können wir ja drehen. Würde ich jetzt auch, glaube ich, direkt machen. Oh, Split Plus. Das heißt, wenn ich noch einen Split Plus bekommen würde. Wir haben hier nochmal was mit Plus. Komm schon, bitte gib mir jetzt einfach ein Ghostfire. Das hat eben schon nicht geklappt. Jawohl, da ist unser Ghostfire. Sehr, sehr nice aufgewertet. Und dann könnten wir hier fast noch ein Ghostfire kriegen. Jetzt bin ich schon fast interessiert dran. Das hat jetzt 65% Crit. Und es kopiert sich alle 4 Sekunden. Das heißt, wir schießen das jetzt irgendwo hin. Oh mein Gott, ich kann das komplett spammen. Und dann nach 4 Sekunden kopiert sich das. Das heißt, wir müssen jetzt hier aber auch ein bisschen was ändern, denn wir wollen jetzt hier natürlich zielsuchend drin haben, damit die Dinger auch wirklich dahin gehen, wo wir sie haben wollen, nämlich auf den Gegnern. Accelerator und Duration werde ich auch noch reinmachen später. Haben wir jetzt blöderweise nicht die Ressourcen dafür, um das zu machen, aber den Meteor werde ich jetzt, glaube ich, wegdrehen, weil wir den nicht mehr brauchen. Meteor hat sich erledigt. Brilliant Fireworks. 4 rechte Spells, wenn der linke Spell endet, werden released. Spell Damage 45%. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das will ich einmal kurz testen mit dem Splitten. Zählt das dann nochmal als Zauber, der gewirkt wird, wenn die sich splitten? Okay. Wenn die sich splitten, zählt... Oh mein Gott, wenn die sich splitten, dann zählt das. Okay, das ändert natürlich alles. Klar, ich muss übel viel Mana bezahlen, damit ich die casten kann. Aber das könnte später... Nee, das zählt doch nicht. Hä? Okay, irgendwie zählt das, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, es zählt dann doch nur, wenn das letzte Projektil ausgelöst wird. Könnte aber später vielleicht interessant werden. Weil, habe ich es auch nicht ganz durchschaut. Wir könnten hier auch nochmal Split mitnehmen. Oh, das wird, glaube ich, sehr übel werden. Das wird, glaube ich, richtig übel werden. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Oh mein Gott, ja, es wird übel, Leute. Es wird richtig übel. Stellt euch schon mal auf einen sehr schön verleckten Run ein, würde ich sagen. Weil Ghostfire hat ja schon mal mein Game komplett gekillt. Da hat es aber keinen Schaden gemacht. Und heute wird es, denke ich mal, auch guten Schaden machen. Will ich den Chain Lightning haben? Ich muss sagen, ich bin kein großer Chain Lightning-Fan mehr. 9 Damage? Ah. Wenn der Spell trifft, auch nicht so interessant. Booby Trap Tracking ist mir auch egal. Zielsuchend reicht mir. Charging Mode ist mir auch egal. Power Traction könnte noch interessant werden, wenn wir auf Crit gehen. Ich würde sagen, ich nehme erstmal Split raus und packe mir eine Power Traction rein. Das ist, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen besser und dann gehen wir weiter. Sehr, sehr geil, dass wir unseren Zauber bekommen haben. Natürlich sind die Dinger jetzt einfach noch extrem langsam. Ich habe keinen Accelerator drin. Das heißt, die Dinger brauchen 10 Jahre, um zum Ziel zu kommen. Unser Weg ist natürlich, die jetzt einfach komplett zu spammen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man die auf die nächsthöhere Stufe bekommt. Ich glaube, dann splitten die sich öfter oder schneller und machen natürlich mehr Schaden. Versteht sich von selbst.
Aber die Dinger gehen auf jeden Fall mit der Zeit, glaube ich, ziemlich steil. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendeinen Zauberstab bekommt, der in der Lage ist, die ein bisschen zu spammen, dann könnte das geil werden. Vor allen Dingen, weil wir auch in zufällige Richtungen schießen, was auch ziemlich nice ist. Moment, das Ding muss runter. Nee, Quatsch, ich muss einmal hier aufs Blaue. Dann aufs Grüne, dann nochmal aufs Rote, dann aufs Blaue und dann sind wir durch. Und wir bekommen Chain Lightning Plus, ja. Auch jetzt nicht so unbedingt das, was ich brauche. 54 Münzen habe ich, wir könnten nochmal in der Forge vorbeischauen, nochmal. Aber ja doch, wäre eigentlich geil, da könnte ich dann, obwohl da könnte ich eigentlich nicht viel anfangen. Nee, können wir leider nichts machen, wir haben zu wenig Spells, die sich lohnen, um in der Forge irgendwas zu reißen. 163 Schaden finde ich jetzt auch nicht wenig, muss ich sagen. Dafür, dass sich das Ding splittet und zielsuchend ist und später relativ schnell fliegen wird. Also ich sehe das Potenzial, muss ich schon sagen. Das Potenzial mit diesem Spell komplett auszurasten ist auf jeden Fall da. Ob es diese ganze Meteor- und Rebound-Geschichte toppen kann, da muss ich mich noch von überzeugen lassen. Hoffentlich kommen wir an den Punkt heute. Wir brauchen aber auf jeden Fall, um an das Level zu kommen, die Babyglatze, sonst wird es schwierig. Ohne die Glatze 100% mehr Schaden umsonst wird es schon sehr, sehr schwierig werden. Auch wenn wir hier auf Blade of Fury gehen könnten für mehr Crit-Schaden, weil wir ja sowieso praktisch nur crippen werden später, wenn das so weitergeht. Jetzt schon 65% Crit. Da ist natürlich das Potenzial enorm, dass das später komplett eskaliert. Wir holen uns ein bisschen Rüstung. Mach ja noch alles kaputt. Und wir kriegen... Ja, ist alles sehr uninteressant. Shop. Shop wäre nice für einen besseren Zauberstab. Relikt wäre nice, weil wir natürlich auch geile Relikte noch kriegen können. Aber ich gehe mal in den Shop. Und ich muss sagen, dieses Münzending, was einem zwischen den Räumen immer Münzen gibt. Hier der Chalice of Greed. Der ist auch sehr, sehr geil. Man kriegt wirklich ziemlich viele Münzen mit der Zeit, wenn man einfach nur durch Räume durchgeht. Man muss nicht mal so viel Münzen dabei haben. Ah, das ist irgendwie alles nicht so geil, muss ich sagen, was wir hier haben. Also Mana-Regeneration aufwerten ist immer gut, aber erstmal 20% unserer Leben in Münzen umwandeln. Problem ist, ich habe nicht besonders viele Leben, deswegen kriegen wir auch nicht besonders viele Münzen. Und ich verliere natürlich immer 4 Leben. Der ist auch geil, da könnten wir noch später eine Tür mitdrehen. Ich glaube, den Schlüssel-Potion brauchen wir nicht mehr, weil wir einfach jetzt gerade eigentlich genug Schlüssel haben. So, ein besserer Zauberstab. Spell Damage, sehr, sehr geil, wird eingesteckt. Der Zauberstab hier ist meiner Meinung nach nicht wert. Deswegen wird er auch nicht mitgenommen. Alle Zauberstäbe kriegen 5 Mana die Sekunde mehr. Das ist schon sehr verlockend. Aber ich muss sagen, Thundercore sieht auch sehr verlockend aus mit den Ghostfire-Projektilen. Die müssten das ja alle triggern. Oh, ich glaube, Thundercore wäre damage-technisch halt komplett gestört. Das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt... Der Zauberstab ist nice. Aber Thundercore ist auch geil. Thundercore könnten wir aber später natürlich immer noch bekommen, ist die Sache. Aber es kann auch sein, dass es halt gar nicht mehr kommt, wenn ich richtig Pech habe. Und dann stehe ich da und... Ja, ich nehme Thundercore mit. Kann man jetzt argumentieren, das war nicht so smart, aber 15% Crit. Aber ich muss sagen, der Zauberstab ist nicht geil, den habe ich ja schon mal benutzt und dieser Zauberstab überzeugt mich einfach nicht. Erstmal kurz testen. Jawohl, die triggern das alle. Ich glaube, das lohnt sich für ein Damage schon deutlich mehr. Und wenn die sich splitten, können die das nochmal triggern, also das ist perfekt für uns. Das ist wahrscheinlich eins der besten Upgrades für unseren Bild. Navigation. Finde ich nicht, dass man das aufwerten muss. Ich nehme, glaube ich, einfach nochmal Schlüssel mit. Rüstung habe ich 42. Das müsste im Idealfall reichen. Noch ein Expansion Stone. Dann haben wir den auch schon auf der zweiten Stufe, wenn wir die nächste Forge bekommen. So, ich hoffe mal, ich mache jetzt keinen Fehler, dass wir Schaden kriegen. Das wäre das Schlechteste. Ich habe 42 Rüstung. Also da müsste ich mich schon echt blöd anstellen. Und jo, der Schaden sieht gut aus. Und der Zauber ist auch relativ günstig, das darf man auch nicht vergessen. Und wie gesagt, ich glaube, der muss halt auf die zweite Stufe, dass er sich richtig oft splittet und einfach nochmal mehr macht.
Oh ja, der Zauber ist richtig nice. Ein bisschen aufpassen, nicht unnötigen Schaden nehmen, auch wenn ich Rüstung habe, aber jedes bisschen Rüstung später lohnt sich natürlich. Aber das war unnötiger Schaden. Aber er ist tot. Also mit einem besseren Zauberstab hätten wir den, glaube ich, richtig wegrasiert. Problem ist halt, unser Zauberstab ist absoluter Trash. Oh, der Zauberstab ist geil. Der Zauberstab ist sogar richtig geil, weil das große Problem an dem Zauberstab ist, dass er so viel splittert, also Scatter, dass sich die Projektile so aufteilen wie bei einer Shotgun. Aber wir haben ja zielsuchend. Das heißt, für uns ist eigentlich komplett egal, wo die Dinger hinfliegen. Und der Zauberstab hatte auch relativ wenig Feuerrate. Da brauchen wir auch definitiv gleich ein bisschen Upgrades. Aber erstmal haben wir jetzt hier sehr viel Platz. Das heißt, schnellere Projektile. Yo, okay. Mehr Schaden, mehr Crit. Noch mehr Schaden. Und Split bin ich auch versucht reinzupacken. Ah, ja komm, wir schmeißen mal Split rein. Wir haben jetzt ja einen Zauberstab, der wenig Mana kostet. Oh Leute, ich glaube, das wird laggy. Oh shit. Yo. Holy shit. Okay, ich glaube, das wird noch lustig. Und wir schießen noch mehr Projektile in eine zufällige Richtung. Also das Schlüsselding, wie gesagt, das nehme ich nicht mehr mit. Aber ich würde sagen, jetzt 45% Chance, in eine zufällige Richtung zu schießen. Wir brauchen jetzt Forced Cooling mit dem Zauberstab. Der ist zu langsam. Aber ich glaube, man sieht langsam, wo die Reise hingeht. Das Potenzial ist wirklich gigantisch bei dieser Combo. Und jetzt... Der Anfang ist slow, weil ich so langsam schieße. Aber wenn wir einmal... Wenn es einmal die ganze Map hier vollgeböllert ist mit den Projektieren, dann kann uns eigentlich nichts mehr passieren, muss ich sagen. Aber die sind, glaube ich, auch nur zielsuchend, wenn ich die rausschieße. Oh mein Gott. Wenn ich die rausschieße. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber... Ich glaube schon. Oh mein Gott, wie viele Kisten sind denn hier? Eins. Zwei. Und wir kriegen sogar ein Relikt. Kein besonders gutes, aber besser als gar kein Relikt. Und die Dry. Und wir kriegen da leider auch nichts Gutes raus. Naja, waren nicht die besten Kisten? Ich würde schon fast sagen, nee, komm, wir gehen für mehr Geld, weil wir auch den Chalice of Greed haben und dann noch mehr Geld bekommen. Oh, wenn ich jetzt noch die 100% Schaden kriegen würde. Oder was auch geil wäre, wir wollen entweder 100% Schaden oder halt noch mehr Crit-Schaden haben. Ich würde jetzt auch sofort wieder eine Forge mitnehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn hier einfach alles voll ist, dann sieht man wirklich gar nichts mehr. Oh, ich könnte Leben opfern, damit unsere Flüche verschwinden. Die stören mich aber eigentlich nicht. Fallen gibt es keine mehr. 4 Leben verlieren, wenn ich einen Trank trinke, ist mir eigentlich auch komplett egal. Das macht keinen großen Unterschied. Und das Krasse ist, durch den Zauberstab, den ich gerade habe, kosten meine Zauber 20% Mana weniger und durch Mikrokosmos nochmal 20%. Das heißt, die kosten gerade 40% weniger. Das will ich alles nicht haben. Ah, das will ich auch alles nicht haben. Das ist riskant tatsächlich, aber das werden einfach nochmal 35 Leben umsonst, solange ich jetzt keinen Schaden nehme. Ja, und dann holen wir uns Leben. Ich will nämlich meine Flüche nicht loswerden. Ich kann mit den Flüchen Leben, die wir gerade haben, die sind in Ordnung. Das heißt, da werde ich nicht in eine Oase gehen oder Quelle oder was auch immer, weil, naja, das ist einfach nur ein Raum, den wir verschenken, um uns zu heilen. Den wir nicht unbedingt brauchen. Doch, wenn die sich splitten, dann sind die auch nochmal kurz zielsuchend. Was haben wir hier drin? Schlüssel und Rüstung ist in Ordnung. Und dann würde ich sagen, gehe ich nochmal auf Zauber, weil wir doch sehr viel Gold haben. Schon wieder, das sollte erstmal reichen. Was haben wir hier drin? 15% Mana-Regeneration verlieren. Da zum Beispiel bin ich einfach komplett raus. Ich verzichte dankend, aber das werden wir nicht mitnehmen. Also jetzt kommen Forced Cooling. Also wenn wir mit der Combo jetzt noch schneller schießen würden, dann sage ich euch, ist das Ding durch. Ah, Accuracy nehme ich mit und Lag Wire brauchen wir nicht. Echo nehme ich mit. Relikt oder Zauber? Hm, ich sag Relikt. Damage. Komm schon, Baby. Damage einfach. Natürlich kriegen wir auch ganz gut Gold jetzt. Also die Combo aus
Chalice of Greed plus den Goldminers Handschuhen, die ist schon ziemlich geil. Da kriegt man verdammt viel Gold mit. Schade, dass wir die nur auf Stufe 1 haben. Ah, das brauche ich alles nicht. Schaden, komm schon. Oh, Schaden für jeden Fluch ist auf jeden Fall 30% Schaden aktuell. Das heißt, wir können in Zukunft auch vielleicht noch ein bisschen mehr Flüche mitnehmen. Will ich jetzt die Forge haben oder lieber ein Relikt? Ich würde schon fast sagen, die Forge ist Pflicht, weil wir da unsere Chance natürlich erhöhen können auf... Was könnten wir da eigentlich machen? Wir könnten uns nochmal die Expansion Stones kombinieren. Echo und... Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Spells. Kann in der Forge gar nicht so ultra viel machen jetzt. Deswegen muss ich die leider erstmal... Erstmal ignorieren. Da brauche ich doch nochmal mehr Spells. Fällt mir jetzt mal so auf. Und wir können jetzt jeden Fluch mitnehmen, der uns nicht unglaublich krass schadet natürlich. Weil 10% Schaden für Flüche, die sich aushalten lassen, finde ich in Ordnung. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich finde einen Zauberstab, der triggert, wenn ich Gegnern Schaden mache. Oder wenn ich Gegner treffe oder wenn ich Gegner kritte oder so. Irgendwie so ein Zauberstab jetzt noch aus der dritten Welt. Oh, noch mehr Gold. Auf jeden Fall bin ich dabei. Oh nein. Ah, ich will den Zauber haben. Ich habe Unverwundbarkeitstränke. Das heißt, im Notfall schmeiße ich mir einen ein. Warte mal, funktioniert meine Rüstung gegen die Teile? Ich glaube nicht. Doch! Oh mein Gott, meine Rüstung funktioniert gegen die Teile. Okay, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Das ist ziemlich nice. Das macht mir das Leben natürlich ein bisschen einfacher. Wenn ich hier so ein, zweimal Schaden nehme, ist das in Ordnung. Aber ich möchte natürlich nach Möglichkeit jetzt nicht mein ganzes Leben hier lassen. Aber es sieht ganz gut aus. Einmal Schaden genommen, kann ich mit leben. Und wir kriegen Mana Drain. Ah. Mana Drain brauche ich jetzt eigentlich für gar nichts, ist das Problem. Also in dieser Combo, glaube ich, können wir Mana Drain komplett vergessen. Aber was wir machen können, ist, wir können Mana Drain gleich drehen. Und vielleicht bekommen wir dann Pyro Core. Ich würde sagen, Pyro Core ist das beste Upgrade, das wir kriegen können. Wir haben dafür zwar gerade nicht wirklich Platz im Zauberstab, doch ich kann die Expansion Stones kombinieren. Und dann könnten Pyro Core ist das Beste, was wir kriegen können. Und wir kriegen Beastie Fangs aus der Kiste. Yo! Ich brauche wirklich nur noch die Babyglatze, dann ist unser Schaden einfach astronomisch hoch. Das Problem ist leider, dass es extrem teuer ist, die Dinger zu drehen. Also ein Epic Spell, es kostet 30 Münzen, also schon sehr, sehr viel. Aber ihr seht, der Schaden von den Dingern ist nicht schlecht. Bisschen immer das Problem, wenn die sich gesplittet haben, scheinen die nicht mehr zielsuchend zu sein. Also ich muss vielleicht, falls ich Tracking kriege, mal ausprobieren, was passiert, wenn ich Tracking reinmache. Weil die scheinen nur zielsuchend zu sein, wenn ich die schieße. Und danach doch nicht mehr. Also das ist dann ein bisschen ein Problem. Wir kriegen Thundercore plus. Silent Flower plus würde ich auch erstmal mitnehmen, weil wir Thunderstorm eh nicht brauchen. Und dann einfach Thundercore plus reinschmeißen. Vielleicht sogar doppelter Thundercore. Dann schießen wir einfach noch mehr davon. Und Relikte, weil wir jetzt doch inzwischen eigentlich genug Zauber haben. Und ich werde sowieso gleich sowas von... Aber sowas von Mana Drain drehen. Da gibt es gar nicht so viele Zauber, die wir kriegen können. Also es gibt Avada Kedavra. Der Zauber wäre natürlich... Naja, den brauchen wir auch nicht. Das wären verschwendete 30 Münzen. Was gab es noch? Fällt es gerade gar nicht an. Irgendein Zauber. Ich glaube, es gibt 4 oder 5 Epic Spells. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, es gibt nicht so viele Epic Spells. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Pyro Core bekommen, ist relativ hoch. Oh, will ich was Zufälliges upgraden? Wir haben eigentlich nur Banger-Relikte, muss ich mal sagen. Bis auf diese Bone Armor ist das eigentlich alles geil. Oh, Beastie Fangs, let's go. Das hat sich so gelohnt. Nice, 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 nice. Okay, wir kommen voran mit dem Schaden. Ich habe 172 Münzen, weil ich die ganze Zeit 8 Münzen bekomme, wenn ich durch eine Tür gehe, durch den Chalice of Greed. Holy shit, das ist einfach mal, wie viel Geld ich mache hier. Da können wir auf jeden Fall den Epic Spell drehen. Und ich sag euch, wenn wir Pyro Core bekommen, wird das hier auf jeden Fall auch dann absolut episch werden. Das wird dann nicht nur ein Epic Spell, das wird ein absoluter Epic Run. Ich meine, der ist jetzt schon ziemlich geil. Aber wenn wir das letzte bisschen noch bekommen, Mana Box brauchen wir nicht, Legwire auch nicht. Und hier würde ich ganz klar sagen,
Dann machen wir einfach alle da rein. Einfach nur so zum Spaß, weil ich sie lagern muss. Wir gehen weiter für Relikte. Ich habe auch noch einen Schlüssel. Das heißt, oh, hier sind so viele verschlossene Kisten. Das heißt, ich kann die leider alle nicht aufmachen, weil ich tatsächlich, glaube ich, am ehesten im Geheimraum schauen würde, weil der natürlich Potenzial für richtig gestörte Zauber hat. Wir könnten natürlich jetzt auch auf Risiko gehen, eine Kiste öffnen und dann hoffen, dass wir danach einen Schlüssel aus der Kiste bekommen. Aber ich glaube, Geheimraum ist das sicherere Play. Was haben wir hier? Bellen-Knockback ist umgekehrt. Das ist eigentlich für uns komplett egal, weil wir damit... Naja gut, ein bisschen Knockback haben wir. Aber das ist eigentlich... Finde ich komplett egal. Ah ne, Moment, das macht, dass die Gegner in eine andere Richtung fliegen, wenn wir die treffen. Das könnte ein bisschen unangenehm werden. Wir können keinen Text mehr lesen. Ich finde auch, dass der Fluch mit dem keinen Text mehr lesen können nicht besonders schlimm ist. Außer ich kriege einen Zauberstab, bei dem ich mir nicht mehr sicher bin, was der macht. Deswegen, ja, ich lasse es mal lieber und jetzt leider natürlich hier keine Schlüsse für die ganzen geilen Kisten, die hier liegen. Wir gehen aber auf jeden Fall in den Shop mit 212 Münzen, dann kriegen wir hier nochmal den Spezialraum. Ich weiß gar nicht, gibt es hier einen geilen Zauberstab, den ich haben will? Mal schauen, wir gehen auf jeden Fall erstmal in den Spezialraum, gucken, was wir bekommen. Wir bekommen ein Relikt drehen. Ah, ich könnte ein Relikt drehen, die Frage ist, will ich ein Relikt drehen? Alles wird mit einem Discount verkauft, ist natürlich auch geil. Wir holen uns erstmal einen Movement Speed. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, aber warum nicht? Ich würde tatsächlich sagen, das schlechteste Relikt, das wir aktuell haben, ist der Seed, weil der Seed uns schon 35 Leben gegeben hat. Ich glaube, das heißt, der macht jetzt gar nichts mehr. Ich glaube, wenn man den dreht, verliert man nicht die 35 Leben. Nö, okay. Wir haben einfach jetzt die Elfe bekommen, haben dafür nichts verloren, außer 4 Leben und ein bisschen Gold. Das ist in Ordnung. Ich könnte auch machen, dass alles reduziert wird. Das ist auch sehr, sehr geil. Weil ich hier, denke ich mal, alles kaufen werde, weil wir so unglaublich viel Gold haben. Aber nicht die Sachen, die wir jetzt gerade hier haben. Ich will 2er-Pakete Schlüssel sehen. Noch ein Thundercore nehme ich auf jeden Fall mit. Shapeshifter. Oh, der war auch nicht schlecht. Nochmal Crit, dann können wir Crit tatsächlich nochmal auf die... Noch ein Sternchen-Crit holen. Sehr geil, 10% mehr Crit, ist auch mehr Schaden. Orbit wüsste ich jetzt nicht, ob wir den brauchen. Rainbow Electric Net finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Nochmal eine Mana Flower. Ach komm, eine Mana Flower geht noch. Da muss ich jetzt erstmal wieder kurz alles hier rüberwerfen. Also wir brauchen jetzt doch vielleicht langsam mal eine Forge, damit wir jetzt unsere ganzen Sachen drehen können. Und dann noch eben schauen, ob wir hier vielleicht einen Zauberstab bekommen, der mich interessiert. Leider nein. Und jetzt muss nur noch die Forge kommen. Es muss jetzt einfach nur noch die Forge kommen. Wir haben ultra viel Geld. Wir haben einen Epic Spell, den wir drehen können. Ich brauche jetzt diese Forge. Problem ist, ich habe gar keine Heilung in meinem Kit. Also wir haben jetzt wirklich gar keine Heilung dabei. Das heißt, ich muss schon ein bisschen aufpassen. Und wir können wieder ein Relikt drehen, aber ich will jetzt eigentlich gar keins drehen. Das ist ein bisschen problematisch. Ein ziemliches Luxusproblem tatsächlich, aber ich habe eigentlich jetzt gerade kein Relikt, das ich gar nicht haben will. Ich meine, die Elfe ist jetzt auch nicht so ultra krass. Aber wir müssten das jetzt schon direkt verwenden. Ich könnte die Maske drehen, aber da gibt es eigentlich auch nichts, was ich haben will. Ja, ich würde fast sagen, der Zaubertrank ist ziemlich nutzlos gerade für mich. Die Bone Armor ist auch ganz nett. Ich drehe die Elfe. Die Elfe ist jetzt nicht überragend krass. Ja, gut, das Ding ist jetzt auch nicht überragend krass. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Wir gehen auf jeden Fall für Zauber. Ich kriege so viel Gold. Wenn ich jetzt keine Forge mehr bekomme, dann ist schon echt traurig. Ich hoffe so sehr, dass wir noch eine Forge kriegen. Eine muss ja noch drin sein. Komm schon. Ein paar Räume haben wir auf jeden Fall noch. Das dauert ja ein bisschen, bis man dann beim Endboss ist noch. Das heißt, eine Forge muss unbedingt drin sein. Pillars of Light und Mana Box. Und da ist ein Shop auf jeden Fall drin. Will ich in den Shop rein? Wir holen uns erstmal vielleicht ein paar Leben. Jawohl, wir haben Leben dazu bekommen. Das ist schon mal nice. So, hier erstmal wieder den ganzen Scheiß reinpacken, den wir nicht brauchen. Ah, Relikte ist auch sehr verlockend, aber Shop ist natürlich mit der Sache, dass man da immer die Gratisräume bekommt und so. Das ist einfach zu gut. Und wir kriegen einen Storage Wand. Da ist nochmal Thundercore drin. Das wäre nice. Dann könnten wir Thundercore tatsächlich auf die nächste Stufe hauen.
Aber ich schaue mich jetzt erstmal hier bei den Sachen um. Oh, wir können alles im Rucksack drehen. Das ist natürlich sehr verlockend. Und wir können ein zufälliges Relikt upgraden. Das nehmen wir sowas von mit. Und wir upgraden Blade of Fury. Oh mein Gott, wir kriegen mehr Schaden. 50% mehr Crit-Schaden. Okay, das ist perfekt. Dann drehen, ganz ehrlich. Ich habe einfach nichts, das lohnt sich nicht. Wir kriegen eine Kiste und in der ist ein Schlüssel drin und ein Trank, der uns mehr Leben gibt, hoffentlich. Jawohl, nochmal ein bisschen mehr Leben. Nice. Und alles im Backpack drehen ist eigentlich schon ein... Oh mein Gott, damit können wir Mana Drain drehen. Okay, das ist Pflicht. Ich überlege tatsächlich, ob ich die Silent Flower auch wegdrehe, weil wir nicht so wirklich Mana-Probleme haben. Wir haben halt sehr, sehr günstige Spells. Also Brilliant Fireworks würde ich drehen. Wir werden jetzt alles drehen, um zu versuchen, nochmal Ghostfire zu kriegen. Die Sachen kann ich kombinieren in der Forge. Also alles, was ich wirklich gar nicht brauche, wird gedreht. Die Sachen brauche ich alle überhaupt nicht. Die Sachen, das brauche ich nicht. Und dann drehen wir das jetzt einfach alles mal und schauen, was dabei rumkommt. Okay, was ist dabei rumgekommen? Als ob ich nochmal Mana Drain bekomme. Was? Tracking aber. Tracking ist geil. Das werde ich jetzt ausprobieren, statt zielsuchend. Als ob ich jetzt nochmal Mana Drain bekommen habe. Was ist das denn für ein Bullshit? Oh, Force Cooling ist geil, aber ich habe keinen Platz dafür. Dammit, auf jeden Fall gute Sachen bekommen, aber dass ich da wirklich nochmal Mana Drain bekomme, ist einfach totaler Beschiss. Nochmal ein Storage Wand mit genau den gleichen Sachen, okay. Hä? Warum dreht er sich nicht mehr? Warum habe ich da jetzt dreimal Storage Wand in Folge bekommen und ich nochmal ein bisschen Crit? Ich nehme einfach alles an Crit mit. Was warst du? Mana kosten 110. Ja, nee, finde ich auch nicht so pralle. Nochmal Schlüssel und ich brauche jetzt eigentlich kein Tracking, weil meine Dinger sind sehr, sehr schnell. Oh mein Gott, schaut euch den DPS. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall für den Bosskampf unser Setup. Dass wir auf jeden Fall Tracking nehmen, weil die auch immer dahin fliegen, wo ich hinziehe, auch wenn die sich splitten. Also sehr, sehr nice. Gehe ich zum Relikt? Ich gehe zum Relikt. Bitte sei noch nicht der Boss. Moment, das kann doch nicht der Boss sein, oder? Kann das schon der Boss sein? Ich muss noch eine Forge bekommen. Bitte, Spiel. Ich habe so viel Geld. Du kannst mir das jetzt nicht antun, mir keine Forge zu geben. Bitte, das kann doch nicht der Boss sein. Das kann einfach nicht sein. Oh mein Gott, wo ist die Kiste? Da vorne ist noch eine Kiste. Mit einem Item drin, das ich aber gar nicht haben will. Und nochmal mehr Schaden. Oh mein Gott, das ist schon der Boss. Das ist nicht dein Ernst. Tja, Leute, das heißt, wir müssen jetzt in den Boss rein und dann haben wir zwei Räume, die uns das Spiel vorgibt und dann können wir die nochmal drehen und vielleicht kriegen wir nochmal eine Forge. Wir brauchen eine Forge unbedingt. Ich bin so stark, ich könnte so viel stärker sein. Ich glaube, das wird eine schnelle Geschichte. Wir müssen einmal nur ein bisschen draufhalten und dann meine Maus muss ich einfach auf ihm drauf lassen. Problem ist halt wirklich, dass unser Zauberstab so langsam ist. Aber wenn wir jetzt einen geilen Zauberstab bekommen, kann das hier alles auch nochmal anders eskalieren. Oh, ich habe irgendeinen Fluch mitgenommen, aber egal. Jeglicher Schaden minus 10%. Ah, nicht der beste Fluch, aber wir haben genug Schaden. Ehrlich gesagt, wir haben ja die Fluchmaske. Ah, Moment mal, ist ja egal, wir haben die Fluchmaske. Der Fluch macht gar nichts. Okay, was bekommen wir hier? 66 Punkte, während wir stillstehen. Oder wir kriegen den Zauberstab, der Nova hat. Oh mein Gott, Nova mit den... Oh mein Gott. Nova könnte richtig gestört werden. Aber jetzt ist halt die Frage. Ist Stehenbleiben besser oder ist Nova besser? Ich würde sagen, Nova ist ziemlich geil. Vor allen Dingen, weil der Zauberstab halt sehr, sehr viel Platz hat. Das heißt, wir schmeißen uns die Nova rein. Schmeißen uns dann auf jeden Fall Ghostfire rein, das rein, das rein. Spell Damage, Split packen wir uns ins Ghostfire rein und nicht in die Nova. Oh. Oh, damit kann ich echt viel auf einmal spammen, auf jeden Fall. Dann packen wir. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, das hält mein Spiel nicht aus. Okay, ich glaube, das hält mein Spiel nicht aus, wenn ich das mache. Oh. Tja, da müssen wir jetzt durch. Das wird, glaube ich, heftig werden.
Tracking muss auch noch rein. Und dann hätte ich noch ein Slot frei für irgendwas. Nur für was? Ich könnte nochmal Crit reinpacken. Ich könnte Multishot reinpacken. Oh, das war ein Fehler, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Ich muss hier raus aus dem Raum. Sonst kackt das Spiel ab. Okay, Multishot ist auf jeden Fall noch... Und wir kriegen eine Forge! Oh mein Gott! Okay, okay. Wir sind sowas von im Game. Wir sind sowas von im Game. Ich nehme erstmal die Nova raus, damit ich hier einfach erstmal ohne 30.000 FPS-Lags irgendwie die Sachen kaputt machen kann, weil sonst, glaube ich, kackt einfach alles ab. Oh mein Gott, ich bin so gehypt. Wir könnten jetzt hier nochmal richtig ausrasten. Also, wir wollen Ghostfire mit 2 Sternen haben, wenn es irgendwie möglich ist. Das ist mein höchstes Ziel. Habe ich da gerade 1000 Schaden gemacht? Hab ich das richtig gesehen? Aber erstmal wollen wir natürlich Sachen... Oh, warte mal, ich habe 3 Ghostfire. Das heißt, wir können uns erstmal jetzt die Ghostfire kombinieren. Dann habe ich schon 2 mit Sternchen. Das heißt, wir brauchen noch 1 Ghostfire mit Sternchen. Und jetzt werden wir auf jeden Fall kombinieren. Navigation brauche ich nicht, Grimoire brauche ich nicht, Laser brauche ich nicht und Tracking brauche ich schon. Verdammt, ich habe 1 Rare Spell zu wenig. Ich habe 1 mit Sternchen. Oh nein, das ist richtig mies. Das heißt, wir können keine Rare Spells kombinieren. Das heißt, wir müssen gammlige, normale Spells kombinieren. Aber da könnte ja immerhin noch ein Ghostfire rauskommen. Orbit. Aber immerhin was mit Sternchen. So, jetzt werden wir mal sofort, bevor ich irgendwas mache, Sachen kombinieren. Bevor ich die nämlich vergesse und dann drehe aus Versehen. Oh, wenn wir noch einmal Crit bekommen, könnten wir auch ein 2-Sterne-Crit raushauen. Das wäre auch ziemlich geil tatsächlich. 2-Sterne-Crit, da würde ich mich auch sehen. Expansion Stone auf jeden Fall kombinieren. Und jetzt Mana Drain drehen. Das wird jetzt wirklich alles entscheidend werden. Das kostet 30 Münzen. Ich habe 250 Münzen. Da muss doch Pyrocore drin sein. Ah, komm bitte. Yes. Okay. Pyrocore kommt auf jeden Fall hinten rein. Wir packen uns das Ding rein. Dann Pyrocore, dann dich. Und du machst 69 Schaden. Ich will mal kurz gucken, wie viel das ohne macht. Okay, wir haben sogar mehr Schaden durch die Kombination. Da sieht man aber, was ich auch mal angesprochen habe, weil viele Leute sagen immer, Expansion Stone, warum packst du den nie rein? Das macht gar nicht so viel Schadensverlust. Ihr müsst immer daran denken, Expansion Stone ist Final Damage. 20% Final Damage. Ihr seht das ja hier. Ich mache 59 Schaden ohne Expansion Stone und mache 69 Schaden mit 100% mehr Spell Damage. Also ich kriege durch das Ding hier 100% mehr Spell Damage und durch das hier minus 20% Final Spell Damage und mache nur 10 Schaden mehr. Da sieht man schon, wie krass wirklich diese 20% Final Damage sind, weil das eben auf jeglichen Schaden bezogen ist. Und da machen wir nochmal einen Thundercore rein. Ja, und jetzt heißt es drehen, drehen, drehen und nochmal ein Ghostfire reinlangen. Komm, bitte, einfach Ghostfire. Mir ist alles egal. Ghostfire. Ich drehe jetzt hier so lange bis... Oh, shit. Oh, shit. Nein, ich wusste, dass es passiert. Ich wusste, dass es passiert. Ah, ja, gut. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich könnte jetzt versuchen, noch einen Crit zu drehen, aber... Das ist jetzt echt kacke. Ah, ich muss Split mit 2 Sternen mitnehmen. Das ist viel zu gut. Also, das sind halt einfach 8 Projektile und das 3 Projektile mehr. Ja, es tut weh. Es tut einfach weh, weil wir jetzt leider nicht mehr unsere Ghostfires upgraden können. Aber trotzdem würde ich sagen, wir haben eine ziemlich gestörte Combo auf die Beine gestellt. Ich versuche jetzt nochmal Crit zu drehen, bevor wir weitergehen. Duration ist jetzt nicht so spannend, weil wir da gerade nicht wirklich was mit anfangen können. Wir haben keinen Platz mehr im Zauberstab. Komm, Crit. Crit. Wird knapp. Auf jeden Fall wird uns vorher die Maschine kaputt gehen, ja. Crit, komm schon. Nein, schade. Trotzdem sehr, sehr geil. Ich schaue mal, vielleicht kriegen wir noch eine Forge. Na, leider nicht. Und dann bin ich gespannt, ob tatsächlich mein Spiel das überlebt. Wir hatten jetzt ja gerade schon den Todeslag. Und mal schauen, ob das funktioniert. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Wir gehen rein und es wird gespammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, der ist halb tot schon. Oh mein Gott.
Ich könnte den schaffen, oder? Wird knapp auf jeden Fall. Komm schon, ich habe keinen Mana. Komm schon! Oh mein Gott! Ey! Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut werden würde. Ghostfire ist richtig, richtig, richtig nice. Aber ihr seht auch, Ghostfire ist auf jeden Fall... Oh shit, kackt mein Spiel ab. Ghostfire ist auf jeden Fall auch in der Lage, das Spiel komplett zu töten. Holy shit, jetzt geht gerade gar nichts mehr. Hey, der Boss ist doch schon tot. Ja, was ein geiler Run, was soll ich dazu noch sagen? Das war mal wieder eine richtig schöne Eskalation, hat richtig Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch sehr viel Spaß an dem Run hattet. Und ich würde sagen... Dann haben wir mal Ghostfire getestet, leider nicht auf Stufe 2 bekommen, aber ich sehe jetzt, wenn man den perfekten Run hat, also was gefehlt hat, wir haben nicht 100% Schaden bekommen durch die Babyglatze, wenn das gekommen wäre und wenn wir Ghostfire auf 2 bekommen hätten, dann wäre das hier ein epischer Insta-Kill gewesen. Der Boss wäre tot gewesen, bevor er hätte was machen können, definitiv, das wäre glaube ich noch schneller gewesen, also das Potenzial ist definitiv da. Probiert Ghostfire unbedingt mal aus und geiler Run. Hat wirklich wieder sehr, sehr viel gepasst auch, muss ich sagen. Hat richtig Laune gemacht. Falls ihr Bock habt, schaut gerne auf meinem Discord vorbei. Da poste ich immer, wann neue Videos kommen und Livestreams. Auch wenn ich leider im Moment nicht wirklich zum Livestream komme. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, habt noch einen schönen Tag. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video oder Stream hier auf meinem Kanal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.